Als nächste Maria Fekta von der ÖVP, die Kultursprecherin der Partei. Sehr geehrter Herr Präsident, werter Herr Justizminister, Lösungen habe ich von den Oppositionsparteien nicht gehört, sondern nur Kritik an dem, was hier die Kollegen Steinacker und Jarolim in ihrem Antrag vorschlagen. Ich bedanke mich bei den beiden, dass damit es gelingt, dass wir ganz rasch auf die äußerst unangenehme Ausweitung der Drogenszene reagieren. Wie gesagt, seit in etwa einem Dreiviertel oder einem halben Jahr ist die Drogenszene massiv in Bewegung geraten und es hat eine enorme Belästigung im öffentlichen Raum gegeben. Dealen auf offener Straße hat dermaßen dramatisch zugenommen, dass sich die Vorortpolitiker, die Bezirksvorsteher, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die Geschäftsleute bei der Politik gemeldet haben, dass man hier etwas tun muss. Junkies, Dealer mit der dazugehörigen Begleitkriminalität verunsichern die Bevölkerung und in den betreffenden Gebieten ist es auch exorbitant geschäftsschädigend. Ganze Viertel kommen dadurch herunter und da müssen wir gegensteuern. Es ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko und erweist sich als öffentliches Ärgernis. Das heißt, wir machen hier ein Gesetz nicht nur gegen die Dealer und die Junkies, sondern wir machen ein Gesetz für die Bevölkerung vor Ort, weil wir eine neue Qualifikation im öffentlichen Raum dealen schärfer unter Strafe stellen. Derzeit hat die Polizei relativ wenig Möglichkeiten, diesen Drogendealen im öffentlichen Raum Herr zu werden. Es sind die Gründe ja schon erwähnt worden. Die Junkies und Dealer berufen sich auf die kleine Menge, auf den Eigenbedarf. Und seit wir die strafrechtlich relevante Gewerbsmäßigkeit verändert haben, ist bedauerlicherweise im Suchtmittelbereich eine Art quasi, unter Anführungszeichen, Liberalisierung eingetreten, die wir so mit Sicherheit nicht haben wollen. Die Drogenliberalisierung, ob jetzt de jure de facto, lasse ich einmal dahingestellt, ist ein Irrweg, den wir sofort korrigieren, jetzt mit dem Suchtmittelgesetz. Dazu kommt, dass natürlich mit den offenen Grenzen und den fehlenden Grenzkontrollen, die wir hatten, auch Kriminelle zu uns gekommen sind und dadurch die Szene sich insgesamt ausgeweitet haben. Wir reagieren darauf mit einer Strafverschärfung und einer besonderen Qualifikation, nämlich des Dealens im öffentlichen Raum, wird schärfer bestraft. Und das wiederum erlaubt der Polizei, bei Vorliegen von Haftgründen Untersuchungshaft zu verhängen bzw. Festnahmen tätigen zu können. Wir wollen keine Drogendealer im öffentlichen Raum haben. Sie sollen es wissen, dass wir dadurch scharf vorgehen werden. Und es ist zwar richtig, dass die Mobilität in den Personen beim Dealen groß ist, aber sie orientieren sich auch danach, wo ist es leicht und ohne Probleme möglich. Und sie vermeiden jene Bereiche, wo die Polizei genauer hinschaut und Handhaben hat. Und wir geben heute der Polizei diese Handhabe einzuschreiten.